Hallo und herzlich willkommen bei Museum Öffne Dich. Heute bin ich im Landkreis Waldshut in Herrischried, genauer gesagt im Freilichtmuseum Klausenhof. Und dort treffe ich auf gleich drei Leute, die uns genaueres berichten können. Herr Dröse, im Herrischried, was erwartet uns denn hier? Ja, in Herrischried, wir sind auf knapp 1000 Metern Höhenlage hier und neben der Eissporthalle, die überregional bekannt ist, haben wir bei uns auch den Klausenhof. Ja, und Näheres zeigen wir Ihnen gerne. Dann übergebe ich Sie an unsere Museumsleiterin Britta Kaiser und an den Vorsitzenden vom Förderverein Helmut Eckert. Viel Spaß miteinander. Dankeschön. Herr Eckert, wir sind in einem echten Hotzenhaus. Können Sie uns in 3-4 Sätzen die Hausgeschichte erläutern? Ja, 3-4 Sätze sind ein bisschen wenig für die ganze Hausgeschichte, aber wir sind eines der ältesten Häuser im ganzen südlichen Schwarzwald. Ursprünglich stammt es aus dem Jahre 1424 und ist dann in den 80er Jahren gestellt worden auf einen jetzigen Standort und ist seit dem ersten Tag, wo es fertig ist, Museum. Herr Eckert, haben Sie hier im Haus ein Lieblingsobjekt? Ja, wir haben mehrere Objekte hier in dem Haus, die einfach wichtig sind, wo auch meine Lieblingsobjekte sind. Wir stehen jetzt hier gerade in der Küche. Von da aus ist praktisch das ganze Haus geheizt worden. Auch oben die Einrichtungen bei den spartanischen Kammern für Kinder und für Mägde. Früher hat man da immer 10, 12 und noch mehr Kinder gehabt. Das war die Lebensversicherung für die alten Leute. Wir haben natürlich hier in der Amt, in den Nebengebäuden, haben wir eine Postkutsche vom Theaterverein. Die gefällt mir persönlich am besten. Und dann ist es natürlich auch der Schweizer Kanonenwagen, original von der Schweizer Armee aus dem Jahr 1880. Ja, das sind so meine Lieblingsgegenstände und Lieblingsorte in dem Haus. Ja. Frau Kaiser, ich habe jetzt ganz schön viel über die Hausgeschichte gehört. Was kann ich denn hier sonst noch erleben? Wir haben hier in unserem Wagenshop Hochzeiten, die wir veranstalten und andere Events, ob es jetzt Jubiläen, Geburtstage sind, Konzerte. Wir haben einen Wochenmarkt, der einmal im Monat stattfindet, eine Führung vom Heidewiebli, das ist ein Original vom Hotzenwald, das ist auch einmal im Monat. Und wir haben auch einen Brunch, der dreimal im Jahr stattfindet. Okay, ihr hört es, ein vielfältiges Programm ist hier geboten. Doch kommt doch am besten selbst auf einen Besuch vorbei. Tschüss!